Letzte Runde, Tom. Willst du noch was? Nee, ich gehe nach Hause. Tom, bevor du gehst, tu mir einen kleinen Gefallen, ja? Wie kann ich helfen? Bring meine Tochter nach Hause. Sarah? Mir kam es so vor, als ob sie keine Begleitung braucht. Sie ist zäh. Aber da sind ein paar Jungs in der Nähe ihrer Wohnung. Idioten, cattivi ragazzi, miese Drecksäcke machen sich an sie ran. Sarah sagt ihre Meinung. Vielleicht sagt sie etwas, das ihnen nicht gefällt. Dann wird's hässlich. Aber wenn du sie begleitest, sollte klar sein, dass sie die Patentochter des Dons ist. Kein Problem, Luigi. Ist mir eine Ehre. Bene. Sarah, wir machen zu. Was wird das? Tom begleitet dich nach Hause. Ach, wirklich? Hey, ich arbeite hier nur. Er passt auf dich auf. Gut, wenn du dann ruhiger schlafen kannst. Bis morgen. Ich hol meinen Mantel. Ich warte draußen. Alles gut? Mich muss niemand nach Hause bringen. Hey, wir wollten uns heute Abend sowieso treffen. Na dann? Und du musst dich nicht darum sorgen, was er denkt. Das ist es nicht, Tom. Er behandelt mich wie ein Kind. Verstehe. Beschützerinstinkt. Hat viel erlebt. Haben wir wohl alle. Wir müssen über das Klauen von Essen reden. Hey, ich koche es, also sage ich auch, wo es hingeht. Finde Pauli nicht. Dann lernt er morgen vielleicht mal, sich selber Frühstück zu machen. Könntest du anklopfen? Hab leider nur zwei Hände. Sarah, ist das für mich? Ja, aber leider nicht so viel wie letztes Mal. Es reicht. Nonna sagt, du bist ein Engel. Der Don hasst Verschwendung von Essen. Und das? Das muss Tommy sein. Sarah hat von dir erzählt. Hat sie das? Bist ein berühmter Rennfahrer, Tom. Alle reden über dich. Ja, sie hat recht. Tun sie. Jedenfalls, es wird kalt, Juliet. Wir sehen uns in der Kirche. Okay, einen schönen Abend. Nacht. Buona notte, Tommy. Mama, dein Engel Sarah kommt mit mir essen. Das ist nett von dir. Das? Nun, es gibt viele hungrige Leute in der Gegend. Ja. Oh. Ist eine schöne Nacht für einen Spaziergang. Geh bitte nicht meinetwegen drauf, Tom. Ich versuche es. Mehr hast du nicht drauf? Hängst dauernd mit dem Ladykiller Sam Trapani rum und dein bester Spruch ist, schöne Nacht für einen Spaziergang? Ist doch so, oder? Ja, stimmt wohl. Blumen für die Dame, Signore. Nee, danke. Ich bekomme keine Blumen? Wenn ich dich ausführen darf und nicht nur für Luigi nach Hause begleite, dann bekommst du Blumen. Könnte passieren, wenn Papst mir die Verabredung nicht verbietet. Er ahnt sowieso was. Luigi? Nee. Die Kerle schleichen schon seit Wochen um mich rum, aber ich hab's dir nicht gesagt, weil ich dich kenne. Ich erwähne es Papst gegenüber einmal und plötzlich wählt er dich als meinen Ritter. Also ja, er weiß es. Wie gesagt, dann hat er kein Problem mit mir.
Sonst wärst du nicht hier. Ich weiß, was mit all den anderen passiert ist. Ich habe die Leichen mitversteckt. Ja, also sind wir... Ich wollte dich beschützen, Tommy Angelo. Die ganze Zeit. Dann lass uns doch morgen Abend ausgehen. Kino vielleicht. Und du kriegst Blumen. Das klingt gut. Oh, hallo, Kleines. Bist du uns untreu? Verpiss dich. Sei doch nicht uns zuschauen, was meinst du? Wollt ihr uns hier Ärger machen? Ärger gibt, seitdem du unser Mädchen geklaut hast, Kumpel. Ihr Nieten, passt lieber auf. Sonst ist hier für euch Endstation. Das ist eure letzte Chance. Wir kennen dich. Wir wissen, für wen du arbeitest. Salieri war vielleicht früher eine große Nummer. Aber das ist lange vorbei. Nur eine Frage der Zeit, bis Morello ihn abserviert. Ich brauche weder Salieri, noch sonst wen. Nicht für das. Hast du das gehört? Dann zeig, was du drauf hast, du Penner. Wo gehst du hin, Süße? Billy hat recht. Du bist ein ziemlicher Feger. Ja. Bleib weg von mir. Du solltest dich nicht mit Herzschaum abgeben. Stich ihn an. Ich will Blut zu. Pass mich an und du verschwendest deine Zeit mit Versager. Du brauchst einen echten Mann. Einer Lady wie mir willst du dich nicht anlegen. Was glaubt er, wer er ist? Los, wir sind genug, um ihn fertig zu machen. Was glaubt er, wer er ist? Los, wir sind genug, um ihn fertig zu machen. Hände weg von ihr! Nee, werde ich... Ich bin dran. Bist hoffentlich besser als deine Freunde. Ich bin dran. Bist hoffentlich besser als deine Freunde. Du bist eine richtige Wildkerze, hä? Ein Schritt näher und ich klopf dir die Augen aus. Du hast heute einen... Ich hab dich wütend, weil das hier hab ich drauf, du Bastard! Bleib weg von mir! Hey! Du hast einen guten rechten Haken, das gebe ich zu. Du blutest. Komme zu mir, ich sehe es mir an. Was ist? Kommst du ran und lässt dich verarzten? Du bittest mich wirklich rein? Keine Almosenschläger. Ich flicke dich nur zusammen. Jetzt setz dich auf die Couch und roll den Ärmel hoch. Ich hol Nadel und Faden. Sieht nicht so schlimm aus. Brauchst du was gegen die Schmerzen? Nein, mir geht's gut. Du musst das nicht machen. Was? Ich weiß, dass es weh tut, Tom. Wenn du mir was vorspielst, kann Pauli dich zusammentackern. Was hast du? Mit Grüßen vom Don.
Noch ein. Okay? Dann Zähne zusammenbeißen. Ja, wird schon gehen. Gut. Ich will nämlich nicht, dass sich die nette alte Dame nebenan wegen deines Geschreis beschwert. Mach einfach schnell, ja? Es braucht, solange es braucht. Schludrige Stiche machen hässliche Narben. Ach ja? Pflegst du viele Kerle zusammen? Nur mein Vater. Ma hat es Luigi manchmal schwer gemacht. Er kann Tellern gut ausweichen. Also hat sie ihm einmal die Stricknadel verpasst. Direkt durch die Hand. Warum? Darum. Sie war eine garstige Trinkerin. So. Nicht perfekt, aber es wird halten. Wenigstens erinnert mich die Narbe an dich. Du bleibst hier. Du stolperst nicht mit Sternen vor den Augen herum. Vor allem nicht, wenn diese Kerle auf dich warten. Ja, okay. Hast du eine extra Decke oder sowas? Nein. Und die Heizung ist aus. So geht's. Das kann ich nicht hinnehmen. Sarah, geht's gut, Boss. Hab mich drum gekümmert. Als sie hier anfing, konnte sie nicht mal über die Theke schauen. Ich habe keine eigene Tochter, Tom. Ich würde alles für Luigis kleines Mädchen tun. Ich auch. Würden wir alle. Stimmt, Boss. Wir würden alles für die beiden tun. Glauben diese Bastarde, das hier wäre der Luna Park oder sowas? Ich reiß sie eigenhändig in Stücke. Schutz ist unser Geschäft. Aber wer zahlt schon, wenn er hört, dass wir nicht mal unsere eigenen Leute auf dem Heimweg beschützen können? Also, was sollen wir tun? Verpasst ihnen eine Lektion. Brecht ihnen jeden einzelnen Knochen. Macht sie zu Rollstuhlfahrern. Richtet ihre Visagen so schlimm zu, dass ihre Mütter schreien, wenn sie sie sehen. Wo stecken die Kerle? Ein Informant sagt, wir sollten in Chinatown suchen. Dann weiß Big Biff was. Tommy? Geh zu Vinny, hol ein paar Sachen. Wir treffen uns bei Biff. Ja, okay. Lass diese Ratten auf der Straße liegen. Ich will, dass jeder weiß, was wir mit tollwütigen Hunden in unserem Viertel machen. Geht klar, Boss. Ein paar dieser Bastarde könnten noch in der Gegend sein. Ich sehe mich um. Schau, dass sie weg sind, wenn du bei Biff bist. Gute Jagd. Dir auch. Okay, wir treffen uns in Chinatown, wenn du mit Vinny fertig bist. Klar, schlagen wir ein paar Schädel ein. Respektlosen Gammler. Wo ist der Respekt in dieser Stadt, Frank? Kerle rufen Sarah auf der Straße hinterher. Hey, hey! Brauchst du ein paar Eisen, Tom? Nee, ich bin schon versorgt. Polly und ich müssen ein paar Kerle ordentlich verprügeln. Ich will sowas nicht rausholen. Wir brauchen nur was zum Vermöbeln. Sam hat eine Lagerhalle von einem Typen durchsucht. Wird von Babe Ruth persönlich, sagte der Typ. Ist Blödsinn, aber für sowas reicht's. Sie werden keine Zeit für Fragen haben. Nein, werden Sie nicht. Danke, Vinny.
Now, a news report on the rising crime figures and the reaction from the governor's mansion. The numbers state in black and white that crime is on the rise all over the state. Many commentators are blaming the rise in criminality, thievery, racketeering, and other gangsterism on the economic downturn and resulting social deprivation. In the greater Lost Heaven area last year, there was a sharp increase in the number of gang-related incidents, and the chief of... Zeit. Los, ich bin patschnass. Keine Ahnung, warum Biff in so einem Drecksloch wohnt. Lass ihn. Er ist verliebt. Nee. Gelbfieber von den Shanghai-Filmchen, die wir geklaut haben. Ich mag sie jedenfalls. Dein Problem, Tommy? Du bist immer butterweich bei den Ladies. Biff, alter Fettsack. Wie geht's dir? Chut Mao, Mutin, du zahlst uns Geld. Dann lass uns alle Geld reinbeißen. Puppe, gut dich zu sehen. Ruf sie zurück, Biff. Geschäftliches. Geh hoch, bitte. Mujunge Feizai. Also, was gibt's? Wir brauchen Infos. Ein paar Spaßvögel machen Ärger. Haben sich mit Luigis Tochter angelegt. Spaßvögel gibt es viele. Weiter? Eine der Ratten heißt Billy. Hängt mit einer Dumpfbacke und einem haarlosen Schläger rum. Okay, kenne ich. Haben sich in der alten Werkstatt einen Block weiter eingenistet. Handeln manchmal mit Teilen, Kleinkram. Und genau deswegen bin ich hier, Biff. Du bist gut mit Kleinkram. Hinterausgang über die Straße. Ihr findet sie dort. Danke. Man sieht sich. Hey, Polly. Wegen der Kohle. Entspann dich. Ich warte noch auf meinen Kumpel. Nächste Woche einfach abwarten. Was war das da eben? Haben du und Biff was am Laufen? Ich kenne jemanden mit einer Lieferung Anzüge. Top-Dinger. Mexikanische. Du bekommst Anzüge aus Mexiko? Nein, du Idiot. Die Anzüge stammen aus einem Lager im Zentrum. Der Schneider stammt aus Mexiko. Jetzt lebt er in Holbrook. Weiß der Don davon? Ja, er bekommt seinen Anteil. Er hört's für dich. Ich hab nichts gehört. Erkennst du die Dreckskerle wieder? Ja. Selbst wenn nicht, müssen wir nur die einzigen Kerle in Chinatown finden, die aussehen wie wir. Wer ist es? Das Ganze läuft so. Ich gehe rein und teile aus. Du machst dasselbe. Kein Geballer. Hat dich das viel Grips gekostet? Nein, wir machen das oft so. Ich glaube, wir müssen zur Seite rein. Der beste Hintern, den ich je gesehen habe. Oh, oh. Billy, das ist der Kerl von neulich. Wir müssen weg. Schnappt ihn euch! Jungs, komm, dich links! Darum legt ihr euch nicht mit uns an! Bist hier in der Unterzahl, oder? Nur du und Doktor! Los, die Penner brauchen eine Lektion! Kletter rüber! Das hier will ich nicht lassen!
Ich nehme Norden, du Süden. Ich gehe hoch, du gehst dadurch. Okay, klar. Billy, wir müssen weg, jetzt! Hier laufen! Los! Wir müssen zum Wagen, Tom! Hau ab! Los, wir müssen dranbleiben! Ich lade nach! Vorsicht, Tom! Die Straße schwimmt! Keine Sorge, ich hab's im Griff. Wer von denen?
Dann lässt sich wohl jemand richtig ein. Man kann es förmlich hinten aus dem Auspuff tropfen sehen. Das waren alle. Wir werden bereuen, Sarah jemals belästigt zu haben, was? Los, los, los! Lass sie nicht glauben, wo sie könnten abbauen! Wir haben dich noch nie fahren sehen! Der Bastard hat sich selbst zerlegt. Okay, davon erholen Sie sich nicht mehr. Mach ihn alle, Tom. Nein. Nein, nein, warte. Bitte. Bitte, ich... Ich will nicht sterben. Mann, Tom. Kein Mitleid für diese Tiere. Der Kerl würde dich doch auch ausknipsen. Du musst sofort abdrücken. Die ist leer. Aber der ist ja sowieso schon platt. Gott, Tom. Reiß dich zusammen. Du weißt, was die mit Sarah machen wollten. Ja. Dachte nur... Ey. Lass uns hier verschwinden, bevor die Cops kommen, ja?